Na, du Lurch? Und damit willkommen zu Wie und warum zähme ich einen Lystrosaurus? Der kleine Stummelschwanz ist Pazifist. Also musst du dich von deiner zärtlichsten Seite zeigen und ihn liebevoll mit der Hand füttern. Komm her. Dazu eignen sich zum Beispiel Meobären. Nach jedem Füttern musst du warten, bis der Kleine wieder Hunger hat. Du frisst gerade den Stein. Sei geduldig. Alles gut. Nach ein paar Bären ist er Teil deines Teams. Da freut er sich aber. Solltest du zufällig seltene Blumen dabei haben, geht das Zähmen besonders schnell. Und wenn wir schon beim Thema schnell sind, Geschwindigkeit ist nicht gerade die Stärke eines Lystrosaurus. Wenn du noch keine Dinos hast, die ihn tragen können, solltest du viel Zeit einplanen, ihn in deine Base zu eskortieren. Du bist ja schon hier, mein Kleiner. Komm mit. Ein Lystrosaurus ist sehr legefreudig. Du hast ein Ei ausgeschissen, was sagst du dazu? Ja! Weird. Schnell hast du eine kleine süße Miniform deines schuppigen Hundes. Da fällt einem das Liebhaben echt schwer, ne? Und mehr schuppige Hunde, mehr gut. Gott im Himmel. Was ist nun seine Aufgabe? Ihr könnt ihn streicheln und ihm damit eine Vielzahl an freshen Dance Moves entlocken. Tänze wie das Trampolin, der Deppendepp, der Robo-Backflip und den Taumler. Das ist nicht nur zur Belustigung, sondern aktiviert auch seine spezielle Fähigkeit. Er bietet Dinos in der Nähe einen EXP-Boost, um genau zu sein, einen 1,35-Multiplikator für etwa 5 Minuten. Zu sehen an den tollen Pfeilen nach oben. Oder beim Reiten an dem Symbol oben rechts. Selbst beim Rumstehen sehen wir einen kleinen Unterschied. Hier in zehnfacher Geschwindigkeit mit und ohne dem Boost. Hast du einen Dino, den du gerne leveln würdest? Dann leg los, ruf deinen Lystrosaurus, reite aus und... Ach ja, er ist arschlangsam. Natürlich kannst du auch ständig auf ihn warten, wenn du das möchtest. Schau in seine unschuldigen Augen, er bemüht sich wirklich. Oder du jagst ihm einen Entehaken durch den Skalp. So bist du deutlich schneller und glaub mir, es tut ihm noch viel mehr weh, als du denkst. Kommen wir also zu seinem extrem geringen Leben. Pass beim Leveln auf, sonst ist er Moos. Solltest du es dennoch schaffen, in seiner Gegenwart einen Alpha zu töten, dann Glückwunsch! Du kannst dich auf viele tolle Level-Ups freuen, die du nun sinnvoll in deinen Lieblingsdino investieren kannst. Ja! Wenn du den Kleinen auf weite Strecke transportieren möchtest, kralle dich mit einem Flugdino in seinen Augenhöhlen fest. Super sicher! In jeder Situation. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Lystrosaurus zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier eine Playlist. Oder lass mir direkt ein Abo da.